So Leute, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge von Angry Birds 5. Es geht weiter auf der Spukinsel 5-4. 4% bei 640 Bewegungspunkten. Immer noch die gleiche Mission, immer noch der gleiche Tag. Deswegen habe ich das noch nicht vergessen. Aber wie gesagt, selbst wenn es doch total schnuppe, dann kommen wir halt später nochmal wieder und machen die Mission zu Ende. Ist ja nicht so, dass wir die Mission alle machen müssen, um weiterzukommen. Deswegen ist das schon mal super. Und ich habe das Gefühl, die ist offline. Oh yeah. Das schreit ja geradezu nach dem... ja. Nach einer 5er-Siegesserie, Leute. Schauen wir mal. Wäre natürlich ganz toll, wenn ich sie hätte, dann ist es gleich abgeschlossen. Aber wenn nicht, dann halt nicht. So, bam, Bombe. Ja, eigentlich wollen wir uns noch gar nicht anstrengen, aber ich mach's trotzdem. Aus respektvoller Haltung dem Gegner gegenüber, auch wenn er offline ist. Bam! So, zack, machen wir wieder ein bisschen rauchig hier den Gegner. Aber gut, das war's gewesen. Wahrscheinlich hat sie sowieso 0. Ist ja offline, kann da nicht viel gemacht haben. Richtig, offline. War ja recht schwierig, muss ich sagen. Gut, da haben wir die 5er-Siegesserie. Leider ist das nicht die richtige 5er-Siegesserie. Es ist eine Fake 5er-Siegesserie. Das heißt, wir müssen noch 2 Kämpfe gewinnen. Und dann haben wir die Mission bestanden. Wenn nicht, dann ist das, wie gesagt, auch egal, aber es wäre natürlich ganz toll. 100.000, Adil. Hallöchen, Adil. Und danach hätte ich gerne bitte noch einen Offline-Gegner, wenn wir gegen den jetzt gewinnen sollten. Und dann bin ich glücklich für den heutigen Tag. Schauen wir mal. Zack, alle Reds weg. Ja, läuft ganz gut, wa? Läuft ganz gut. Nein, böse. Du darfst das nicht. Nur ich darf das. Böser Gegner. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Denke ich, hoffe ich, glaube ich. Ja, es sieht sehr gut aus. Das ist der 4. Sieg. Ach komm, den letzten Sieg will ich jetzt auch noch haben. Da strenge ich mich besonders gut an. Und wie im letzten Spiel habe ich einen Bug, wo ich rausfliege oder keine Ahnung, mit dem hässlichen, komischen Dinger. Nein, ihr kennt es schon. Oh, nein, 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 jetzt nicht. Jetzt nicht. Jetzt ist meine Power ist jetzt lediglich für den 5. Sieg in Folge bestimmt und nicht für so ein hässliches Schwein. Offline 100.000, Chris 34. 100.000 ist aber auch nicht allzu schlecht. Schauen wir mal. Chris, mach mich nicht böse, sonst komme ich zu dir und hau dich. Oh, ich habe gerade schon Angst gehabt, dass ich hier die Pinze da nicht richtig schieben. Die lassen sich nicht richtig schieben, ich merke das schon. Ah, das kriegen wir hin, denke ich mal, oder? Kriegen wir hin, oder? Der unmöglich sein hier. Aber Vierer-Kombo wäre nicht schlecht. Und ein paar Bomben wären auch nicht schlecht. Um unseren Angriff ein bisschen zu stärken. Ja, gleich stellt sich heraus, ob wir es schaffen oder nicht, ne? Na! Mathilde, mach mich nicht sauer, ja. Jetzt komme ich zu dir und hau dich. Ich will gar nicht hingucken, ey. Muah! Sieg, Leute! Sieg! In Wald wollte ich immer die 5er-Siegesserie haben. Das war mein Traum gewesen. Jetzt ist bestimmt nur die 4er-Siegesserie, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist auch, wie gesagt. Ich sag's jetzt nicht mehr. Jetzt reicht's. Boah, geil! 2500 Münzen. Mein Gott, bin ich erleichtert, ey. Mein Gott, bin ich erleichtert.
Jetzt können wir jetzt. Ja, das ist nämlich wieder ein starker. Gui. Gui. Jesus, mein Gott, bin ich happy. Ah, da war eine Vierer-Kombo. Siehst du jetzt, kaum komme ich aus dem Dings wieder raus, dann habe ich keine Lust mehr weiter zu spielen. Also konzentriere ich mich nicht mehr so richtig. Mann, Mann, was ist denn hier los? Eine Bombe. Eine dicke Bombe hieß ja also, ja. So, hier unten haben wir noch einen blauen. Na komm. Dum, 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 dum. Ah, das sieht echt gut aus. Zack, zack, doppelt. Nein, du darfst nicht. Du darfst nicht, Chucky. Ah, wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Und noch schöne Kombinationen dazu. Das gefällt mir. Das ist auf jeden Fall auch gewonnen. Definitiv. Sehr schön. Ja, wobei. Wobei. Doch, haben wir gewonnen. Easy, hallo. Hat jemand dran gezweifelt? So, damit nächste Sieg ist hier. Kriegen wir dafür auch nochmal 2500 Coins. Wenn wir so gut sind. Oh, genau. 15 Minuten müssen wir da auch noch. Sollten wir. Jetzt schon? Nee, nein. Ja, jetzt noch nicht. Den Bossgegner hier gleich irgendwo haben. Für diese. Für den ersten Teil. Bei 40 bestimmt wieder. Ah ja, egal. Tata! Täter, Tata. So, zack, direkt eine Kombination hier rausgehauen. Ja, ein bisschen anpissen hier. Wollen wir direkt den nächsten. Macht Spaß, oder? Aber jetzt hat das nicht. Jetzt hat das nicht. Jetzt wurde er nicht geräuchert, der Gegner. Warum das denn nicht? Ist das so schnell hintereinander gewesen? Na, dachte ich mir so ein bisschen, dass man vielleicht ein bisschen. Hier, komm, jetzt der nächste. Er wollte schon sagen, der räuchert gar nicht bei 5, aber doch schon. Oh ja, er tut mich richtig angepisst für ihn an seiner Stelle. Das kenne ich ja auch. Diese Kackbomben mit ihrem Aschestaub hier. Kenn ich, kenne ich. Bam, nächste. Zack, hier nochmal eine. Und nochmal eine. Okay. Was hat der gerade bekommen? Ach, gibt es eine Cooldown oder wie? Hab ich nicht, echt nicht gesehen. Also hier war gerade unten ein Symbol gewesen. Aber ich glaube, das war die Cooldown gewesen von dem Ding. Armer Chuck ohne Scheiß. Ey. Wie oft habe ich ihn geräuchert? 4, 5 Mal. Wovon er wahrscheinlich aber nur 2 bis 3 Mal abbekommen hatte. Also nicht jedes hat er abbekommen. Das bekomme ich ja auch manchmal zu spüren, dass ich nicht hier alles abbekomme. Sehr nice, sehr nice. So, letzter Energiepunkt und dann haben wir ein bisschen was für unsere Schweinchen. Die wir dann besiegen können. Lucky Matey. Ich mache das wahrscheinlich immer so, dass ich die Schweine erst am Ende mache. Weil Schweine sind langweilig. Ist nicht ganz so interessant, finde ich. Oh yeah. Oh yeah, hier komm, nächster. Ah, hier geht's aber richtig ab, wa? Holy shit. Hier kommt der nächste. Ah, Tatsache, ach nee, das ist, glaube ich, ein Debuff. Das ist, glaube ich, der Debuff. So, eine visuelle Kennzeichnung. Guck mal, ist das ein Dauerschleif, oder was? Ne, jetzt nicht mehr. Und da war schon wieder in die Vierer-Kombo, schade. Der hat mir gerne mal so richtig schon anpissen können. Da war die Vierer-Kombo. Oh Mann, der arme Gegner tut mir echt leid, hier kommt nochmal. Jetzt hast du wieder nicht bekommen, ihr hört das ja immer. Ob er jetzt hustet oder nicht, manchmal kriegt das gar nicht. Das ist interessant, also ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwo was festgeschrieben, alle 20 Sekunden oder so geht sowas, oder alle 15 Sekunden, wie auch immer. Zumindest nicht ohne 3 Wochen hintereinander. Aber wir sind echt gut, Alter, gerade richtig fett am Rapen hier. Nicht einen einzigen Kampf, glaube ich, verloren in diesem Part. Holy shit. Mann, bin ich geil. Heute, jetzt. 10er Siegesserie. Möchte ich auf Facebook posten? Natürlich nicht. Und da haben wir. Ah ja, wunderbar. Da haben wir das Schweinchen. Das ist doch super. Das passt doch echt genial. Ich weiß nicht, wie viele Punkte ich verloren habe. Oder ob ich überhaupt Punkte verloren habe. Oder es wirklich auf den Links gereicht hat. Auf den Punkt. Das ist nicht so cool, Leute. Das ist echt nicht cool. Da habe ich gerade eine schöne Bombo-Kombo gehabt. Und der versaut sie mir. Naja, ich glaube, das kriege ich auch so hin, ne? Hoffe ich mal, denke ich mal. Ja, ja. Bam, weg mit euch.
Wir unwürdigen aber wieder ein faire Kombo, scheiße. Ja. Ah, ist ganz okay. Ist ganz akzeptabel für diese Runde hier. Wenn wir auf jeden Fall gewonnen haben gegen den Typen. Sollte nicht allzu problematisch sein. Aber 1200 Defense dazu. Warum nicht? Easy. Ja, hat uns unser Schild geknackt. Aber mehr auch nicht. Lediglich unser Schild wurde weggebrochen. 650 Münzen. Eine Laterne. 30 Schaden. Ach, leck mich. 30 Schaden hoch, 65 Defense runter. 65 Leben runter. Nee. So, wir haben wieder eine Energie übrig. Können wir gleich mal benutzen. 25%. Okay. Bei 50% wahrscheinlich beim nächsten, oder wie? Mal gucken. Oh, den haben wir. Naruto, 909, 100.000. Platz. Keine Ahnung, was für eine Flagge. So, so. Oh yeah, komm hier. Bam. Da wird es wieder schön staubig beim Gegner. Richtig geil, wie das hier läuft. Heute ist echt gut. Oh nee, der darf nicht. Der darf nicht, aber ist okay. Mir ist eine Line ganz unten weggenommen nur. Das nervt nicht allzu sehr, wenn sie weg ist. Kommt super. Fast hätte ich eine Vierer-Kombo von Bommel nochmal gehabt, aber leider ist es wieder... Das ist doof, das System, das mag ich nicht. Naja, egal. So, dennoch gewonnen. Oh, wobei, er macht einen Schaden mehr als ich. Aber ich habe mehr Grundleben als er, das heißt, ich habe gewonnen. Selbst wenn er ein, zwei Schaden mehr macht als ich, ist das egal. Aber Chuck ist dennoch keine falsche Charakterwahl. Aber Chuck habe ich jetzt so oft benutzt, das muss ich die Bombe meine benutzen eine Weile. So, dann holen wir uns doch einfach mal. Endet übrigens in 15 Stunden das Event. Auf 3000 komme ich, glaube ich, nicht mehr. Schade. Ich hätte gern ein paar Edelsteinchen genommen. Und auf die 50.000 komme ich, glaube ich, auch nicht. Ich habe jetzt meinen Rang nicht gesehen, aber ich komme auf die 50.000 auf keinen Fall mehr rauf. Never. Dafür sind die alle echt zu sucht, die Typen hier überall, die ja alle spielen. Echt Wahnsinn, ey, was die suchten. Da war eine 5er-Kombo. Mensch, versaut mir die nicht immer alle. Aber läuft auch wieder ganz gut hier. Wir werden ihn aber dennoch nicht töten können, ist ja logisch. Ich denke mal so 4000 Leben wird er noch haben. 4000 eher wohl. 6000, oh mein Gott, die Schätzung ist ja so fail gewesen. Warum machen wir vor allem so wenig Schaden? Da fuck. Und solange jetzt keine andere Schildkröte mehr kommt, können wir ruhig alle um Hilfe bitten und weitermachen bei unserem Schwein. Achso, wir haben sogar eh nur noch einen Anker. Das ist doch super. Ist doch toll. Dann schauen wir mal, was wir hier noch ein bisschen kriegen. Stella. Ach komm, jetzt haben wir eine Stella weggenommen. Bin ich gerade verwirrt. Mein Plan ging nicht auf, also konnte ich nicht so viel machen. Oh Gott, also machen wir 1500 Schaden maximal. Wir haben gar nichts jetzt. Red, die Blue nicht mal auf drei Stellen vom Angriff her. Nee, das war nicht so gut, aber die restlichen werden das sicherlich erledigen. Na, noch kein Freund dabei. Noch kein Freund und da sind wir bei Platz 61.000, also bis wir hier... Nee, kriegst du nicht hin. Weiß nicht, wie krass die Typen suchten. Ich weiß nicht, wie die 106.000 Punkte erreichen können. Das geht doch gar nicht. Mann, ey. 106.000 Punkte ist ja Wahnsinn. Gibt natürlich eine ordentliche Belohnung, ne? Hier. Alles SS.
Echt heftig. Und ich krieg nicht mal ein S-Item. Schnief. Ich sollte für alle eine Belohnung geben. Gut, wir haben keine Punkte mehr. Bei der Spukinsel sind wir bei 5-4 stehen geblieben. Das heißt, wir machen beim nächsten Mal wieder Mission des Glücks, aber abgeschlossen, die 5er Siegesserie. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, und bis dann. Ciao.